Also, ich habe natürlich was Vegetarisches für euch vorbereitet. Wer sind die beiden Vegetarier? Das bin ich und Martin. Martin, ja. Aha. Aber du wirst wahrscheinlich auch öfter vegetarisch essen. Zwangsläufig, ja, wenn du mit zwei Vegetariern unterwegs bist. Ich mache eine orientalische Linsensuppe. Da kommt jetzt erstmal Ingwer rein, ein halber Teelöffel, so. Und gemahlener Koriander, da kommt ein ganzer Teelöffel rein. Also ganz schön kräftig. Und Kreuzkümmel, Kummin, ja, ja. Auch gemahlen. Da haben wir auch jede Menge von. Ja, benutzt ihr so Sachen auch, ne? Ja, ja. So. Und ein halber Teelöffel von Senfpulver. Senfpulver? Ja, das gibt Schärfe. Ja. Das wird schön scharf. Habe ich noch nie Senfpulver gesehen? Nein. Das ist eine interessante Sache, weil daraus wird Senf gemacht, aber das ist viel schärfer als Senf. So, da kommt jetzt, das muss ich noch ein kleines bisschen. Das finde ich ja toll. Ne, musst du mal. Sieht aus wie Tee, sollte man nicht verwechseln. Ja, nee. Jetzt habe ich mir hier eine aus so einer klaren Gemüsebrühe, also instant habe ich mir 1 Liter Brühe gemacht. Ein bisschen die noch anschwitzen lassen. Gemüsebrühe ist ja auch unentbehrlich für vegetarische Küche. Großartig. Gemüsebrühe, ja. So. Wenn du mir die Linsen gibst, einfach reinkippen. Das sind die roten, die indischen. Ne? Ja, liegen in ganz vielen Restaurants als Tischdekoration. Ja, auch als Tischdekoration. Ja, das sieht sehr schön aus. Und man spielt ja auch die ganze Zeit während des Essens dann mit diesen Dingern rum. Da kann man so kleine Häufchen machen. Genau. So, ach ja, ein bisschen Zitronenschale. Danke. Muss man natürlich sehen, dass man eine ungespritzte kriegt, das ist klar. Man muss es zumindest glauben. Du sagst was Wichtiges. Wenn wir immer wüssten. So, ich glaube, ich habe da alles aufgeschrieben, habe ich drin. Linsen, ja. Und jetzt muss das ungefähr 10 Minuten, ich habe da so eine Uhr. Und dann können wir nämlich gleich, könnt ihr gleich loslegen, weil ihr macht ja eine größere Sache, ne? Ja, na, so groß ist nicht, aber nicht? Es ist aufwendig. Ein berühmtes Fastfood-Essen, was es jetzt für die Jugend heutzutage hier so gibt. Nicht mehr Hamburger, sondern Falafel. Falafel! Ja, gerade auch für die Vegetarier, ne? Ja, ja. Großartige Alternative. Wollen wir trotzdem ein Schlückchen Wein trinken? Sehr gerne. Kennt ihr deutschen Weißwein? Flüchtig. Nein. Pass mal auf, wir machen eine ganz. Jeder nimmt 2 Gläser und wir probieren. Ja. Gibt's weiter? Ja, damit. Einfach mal eine ganz kleine Weißweinkurs. Also, der rechte ist der Riesling, das kann man sich gut merken, R. Da gibt es nur so einen Schluck, damit ihr mal sagt, ja, Riesling. Mhm. So. Und der linke ist ein grauer Burgunder. Das ist dasselbe wie Pinot Grigio, nur auf Deutsch. Und der kommt aus der Pfalz und der Riesling kommt von der Mosel. Den Miesling kennt. Der Miesling. So, und jetzt werden wir mal sehen, was euch besser schmeckt und den gibt es dann. Also, rechts ist Riesling. Wir fangen mit dem Riesling mal an, ja? Ja? Fangen wir mit dem Riesling an. Und jetzt probieren wir mal den grauen Burgunder. Der Riesling hat mehr Säure. Der ist auch so ein bisschen fruchtiger. Fruchtiger und säurehaltiger. Ich finde den Riesling lecker. Ich finde ihn auch lecker. Ja? Ich glaube gerne beieinander. Wunderbar, siehst du, ist doch schön. Dafür ist doch die. Kriegst du deinen grauen Burgunder aus der Pfalz. Danke. Und ihr kriegt einen Schluck Riesling und dann könnt ihr sofort loslegen, wunderbar. Und ich gucke euch einfach zu, genau. Ich nehme ja nämlich auch den Riesling, ich bin auch mehr auf der Riesling-Seite. Und ich würde jetzt mit der Sesamsoße anfangen. Fangt an, ich hole mir einen Stuhl. Die wir zu den Falafeln reichen wollen. Ich mach mal die Suppe etwas kleiner. Also, was machst du da hinten? Ja, ich nehme mir mal so eine Rührschüssel hier. Und was machst du? Ja, ich werde jetzt eine Sesamsoße machen. Sesamsoße. Ja, aus diesem Teufelszeug hier. Ja. Tahin nennt sich das. Das ist irgendwas aus Sesam. Ja, das ist gemahlene Sesam. Sehr stark. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man davon nicht zu viel nimmt. Das ist sehr intensiv. Sehr kräftig. Wir haben morgen keinen Termin, deswegen werde ich jetzt Knoblauch. Und ich Knoblauch rein. Ja, ich gebe also dir 2 Zehen. So ein kleines. Dankeschön. Genau, die spannende Soße. Sehr schön. Wir haben ja zu Hause leider immer noch eine Knoblauchpresse, die nicht so richtig gut funktioniert. Diese, aber die ist, diese ist dagegen ja. Ja, ich habe mir nicht zuletzt aufgrund dieser Sendung
diese auch gekauft. Hast du gekauft? Ja, hast du schon gesehen? Ja, sehr gut. Hat auch noch so einen lustigen Namen. Ich glaube, das ist die mit dem... Jetzt heißt es im Rezept, eine Prise Cayennepfeffer. Das ist ja ein Teufelszeug, ne? Oh ja. Eine Prise kann klein oder groß sein. Oh, danke. Das ist schon eine schöne Prise. Das ist vollkommen okay. Das geht noch. Ja. Brauchst du so einen Löffel oder sowas hier zum... Ich setz mich jetzt. Du setzt dich? Ja, ja. Ich wollte mich setzen, aber dann hätte ich ja alles verpasst hier. Was suchst du? Ja, eine Gabel. Mit einer Gabel würde ich das gerne nochmal so. Ja. Immer sagen, was ihr braucht. Ich weiß alles, wo es liegt. Und so, das ist jetzt so quasi die Grundierung. Und jetzt tue ich da dieses Tahin rein. Ja. Und zwar wollen Sie davon 250 Liter. Milliliter. 250 Liter? Ja, ja. Für ein großes Fest. Für die Band. Genau. Für mehrere Bands, für ein Musikfestival. Toll. Aber ihr scheint das schon mal gemacht zu haben, ne? Ja, selbstverständlich. Natürlich. Also prinzipiell sind wir natürlich an den Falafel herangeführt worden durch eben solche, Stände. Buden, die es bei uns in Altona ja an jeder Ecke gibt und wo die auch wirklich sehr köstlich sind und nicht viel Geld kosten. Auch eine interessante. Also so, ich hoffe, ich habe alles drin. Für Knoblauch, Salz, Pfeffer. Fehlt noch mal? Ja, jetzt würde ich das Ganze mit diesem Rührgerät hier. Ja. Und dabei den Zitronensaft, den ich hier vorbereitet habe. Der ist aber viel, ja? Okay. Ja, ich glaube auch, dass wir nicht alles brauchen. Das wird dann sonst etwas zu sauer, glaube ich. Aber sauer macht lustig. Da ist was Wahres dran. Einer von euch ist ja mit einer Köchin verheiratet. Wer ist das? Das bin ich. Das bist du? Ja. Das ist natürlich schwer zu konkurrieren, ha? Ja, das versuche ich gar nicht. Ich habe mich mit der Assistentenrolle abgefunden. Den Spinat waschen und dann auch hinterher mal abwaschen und solche Sachen. Und kann sie auch vegetarische Sachen? Ja, speziell Ausbildung sogar. Speziell für vegetarisch? Vegetarisch. In New York gibt es so eine Schule. Ich glaube, als Vegetarier, wenn man so unterwegs ist, so wie ihr auch auf Tournee, das ist ziemlich hart, oder? Da gibt es selten was Gutes, oder? Das kommt drauf an. Also speziell in der Schweiz hat sich geändert. Ja. Also früher war es, da gab es nur so die Beilagen, ne? Ja, also manchmal passiert das noch, dass man dann das Hauptgericht ohne Fleisch kriegt. Ja, ja, ja. Aber häufig ist das auch wirklich schon sehr delikat, was wir da so... Man muss aber auch dazu sagen, dass wir natürlich vorher eine Catering-Liste an die Veranstalter schicken, wo dann auch draufsteht, dass wir kein Fleisch essen, dass sie sich dann vorbereiten können. Klar. Obwohl Deutschland ist sowieso noch relativ Brachland, was das Amerika ist. Natürlich, toll. Das ist natürlich perfekt. Also auf eurer nächsten Amerika-Tournee werdet ihr keine Probleme haben. Grinst nicht im Hintergrund. Könnt ihr denn überhaupt mit euren deutschen Texten in Amerika jemals landen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube auch die Amerikaner, es gibt so viele amerikanische Musik aus dem eigenen Land, die brauchen das einfach gar nicht. Also wenn ihr weiterhin so viel Erfolg in Deutschland habt, ist das ja auch schon okay. Mir reicht auch Deutschland, Österreich und Schweiz. Ja, aber von der Entfernung, wie wir reisen. Der Raum ist so groß, mein Gott. Da wohnen ja fast, wie viel? Jetzt nicht ganz 100 geschmacklich Millionen. Das Gefühl, dass laut Rezept ist das, könnte das ruhig noch ein bisschen weicher werden. Deswegen haben wir noch etwas Joghurt dazu getan. Ja, ihr nehmt auch den guten türkischen, den nehme ich auch. Der ist lecker, den kann man auch pur griechische essen. Und türkische, ist fabelhaft. In Griechenland gibt es das ja immer so als Dessert. Dann einfach nur ein bisschen Honig drüber. Und genau, und ein bisschen Nüsse und Obst. Machen die auch zum Frühstück viel. Sonst ist ja die griechische Küche nicht die große Gourmet-Küche. Nee. Aber es gibt ein paar sehr leckere Sachen. Doch. Ich schätze, ich werde dann einfach mal hier mit meinen, meinen Kichererbsen anfangen. Die müssen wir nämlich jetzt erstmal klein machen. Räume ich hier meine Sachen ein bisschen auf. Wenn ich mal ganz kurz darf, blätter ich hier mein Rezept auch noch mal um. Also ich muss nur alles immer mitkriegen, ne? Ich will jetzt, das ja alles sehen. Jetzt, wo wir hier aber auch zu viert stehen, ist das natürlich auch echt ganz schön eng hier. Ja, ihr müsst mir nur sagen, was ihr macht. Ich guck mal, was mein Süppchen macht, wunderbar. Wir werden jetzt, das wird der Anfang von dem Falafelteig werden. Ach, das ist der Teig für den? Mhm. Ah ja. Der basiert auf Kichererbsen. Kichererbsen. Dann kommt da noch Brot. Das muss gleich noch schmecken. Ja, wir machen, glaube ich, ich schätze mal die. Erstmal die Kichererbsen. Die Kichererbsen, ja, die. Die müssen wir ab. Warte mal hier. Willst du die da abgießen? Da ist ein Sieb. Ah ja, genau, machen wir das da. Sieb hier. Also ihr haltet mich auf dem Laufenden, nicht? Ja. Nicht, dass ich was verpasse. Schüttest du das Wasser gleich weg? Jetzt sieht das auch schon ein bisschen cremig aus. Jetzt sieht es schon aus wie auf dem Bild. Genau. Sehr gut. Da bin ich auch froh, dass ich nochmal die Kurve gekriegt habe.
Wir sind noch zwei. Der griechische Joghurt hat's gerettet. Ja. Wenn ich das mal hier in der. Wo warst du denn in Griechenland? Wir waren auf Naxos. Oha. Ah. Das ist ja eigentlich eine wunderschöne Insel. Wunderschön. Also es war wirklich sehr schön dort. Aber halt wie gesagt, für Vegetarier ist es dann häufig so alle möglichen Gemüse gefüllt mit Reis. Reis. Also letztendlich kann man da wählen zwischen gefüllten Tomaten und gefüllten Paprika. Und Spaghetti. kein großes Vegetarierland. Aber wir hatten ein großartiges, von Engländern betriebenes vegetarisches Restaurant dort ausgemacht. Und das war wirklich. Ach dann, ja, ja, das war die Rettung. Jetzt wird's laut. Die Tüfte, Küchenmaschine. So. Und während hier meine Freunde von den Kichererbsen, was machst du das? Ich werde mich dann mal anders ausdrücken. Das Brot ist und das Bulgur wird ausgedrückt. Das ist in Wasser eingelegt. Viertelstunde ungefähr, bis das so richtig matschig ist. Genau, und das wie muss man dann ordentlich ausbringen. Und dann noch der Bulgur. Bulgur? Das ist, wo ist Bulgur? Geschroteter Hartweizen. Ah, was ist das? Geschroteter Hartweizen. Hartweizen. Ist ja doll. Ich probiere mal meine Linsen. Ja, ja, die sind jetzt gar. So. Sehe ich, da brauche ich gar nicht zu probieren. Wie lange muss die denn so vor sich hin? 10 Minuten. Dann können wir die auch bald probieren. Ja, und die sind auch, haben noch ein ganz klein bisschen Biss, das ist schön. Oh, Jungs, ihr könnt noch ein bisschen. Ja, ist auch, ich muss das, glaube ich, ein bisschen salzen. Wenn man Brühe bindet. Lassen wir testen. Ja, natürlich. Sag mal, ich glaube ein bisschen Salz. So. Salz. Und würdest du noch ein bisschen Salz? Also ich glaube nicht. Kann sich ja jeder selbst zusagen. Nö, ich finde das ehrlich gesagt schon ziemlich gut. Rund von mir. Gut, dann lassen wir es. Sehr gut. Wunderbar. Ich finde, die könnten noch ein bisschen weicher. Noch ein bisschen länger, oder? Die Linsen. Also ich habe sie gern mit etwas ein bisschen Biss. Al dente. Ich habe sie gern al dente, deswegen. Nö, ist auch schon. So. Weil ich erst, nee, erst, also erst ich würde sie so machen. Würze. Ja. Die Würze. Heute musst du sie so essen, wie ich sie mache. Ja, aber kein Problem. So. So, das sind hier die Kichererbsen, die schon klein sind. Ja. Dann ein Teelöffel. Die sind hier. Hier sind wir. Koriander. Ah ja. Den benutze ich auch gleich. Ich sehe schon, dass wir sehr ähnliche Sachen haben. Das passt ja vorbei. Zwiebeln. Eine Zwiebel ist das ungefähr. 3 Knoblauchzehen und die tolle Presse. Oh, oh. Musst du das überhaupt drücken, wenn du es da rein drückst? Nein, musst du nicht. Musst du nicht. Ich hätte das jetzt gemacht. Nee, ich finde die Presse wahrscheinlich so toll. Nur wegen der Presse. Nein, rein. Stimmt natürlich. Geht schnell. So. Chilischote. Ganz wenig. Ja. Die sind scharf. Ganz wenig. Also eigentlich soll man da bestimmt mehr reintun. Ich finde das ja auch. Ich esse gerne sehr scharf. Ich finde das eigentlich ganz gut. So, die ist schon ein bisschen weniger. Das kann jetzt erstmal noch ein bisschen so weitergehen. Achso, wir können gleich die. Und den Kreuzkümmel. Ihr nehmt auch Kreuzkümmel? Ja, natürlich. Das ist toll. Besonderen Geschmack. Ja, wie toll. Das kannst du weitermachen und könntest es hier reintun. Achso, ja, nö, dann wir haben auch noch hier das Brot. Achso, das und, kommt jetzt das auch Bulgur, rein. Das kommt dann auch gleich noch dazu. Mhm, sehr gut. Ich muss ja auch noch für meine Suppe so ein bisschen Joghurt auch mit Zitrone und so. Machen. Habe ich eigentlich meinen Riesling abgestellt? Wo hast du deinen Riesling? Das ist. Ich glaube, dies muss er gewinnen. Ja, denn das ist meiner. Das ist meiner. Das ist der. Trink ruhig. Trink noch einen Schluck. Ich muss ja nicht mehr arbeiten. Trink doch. So. Was haben wir denn noch hier jetzt so? Das Brot in dem Bulgur. Das Brot ist da. Bulgur darf da nicht mit rein. Das muss da hinterher, wenn die Masche untergematscht werden. Ja. Oben werden. Also, so, das rein. Ist besonders lecker. Das ist das ausgedrückte, vorher eingeweichte. Der Brotmatsch. Ja, zuerst macht man es nass und dann versucht man es wieder trocken zu machen. Und er hinten ist der Drücker. Ja, ja. Er ist nur am Drücken hier. Wurden auch mal irrtümlich als Drücker-Kulande von der Polizei angehalten. Das stimmt tatsächlich. Nee. Auf dem Weg zu einem Videodreh waren wir mit einem weißen VW-Bus unterwegs und hatten im Kofferraum ganz viele Kerzen, weil wir ein Video gedreht haben. Das ist zu einem Song, der also eine sehr in einem Kloster gedreht wurde. Und dort hatten wir also mit vielen Kerzen dann irgendwie so Brotmatsch dabei. Und da dachten sie, wir wären eine Drückerkolonne. Ihr wollt Kerzen den verkaufen. Brotmatsch. Ich tu das mal an. Das schmeißen wir gleich weg. Nein, natürlich nicht. Nein. So. So. Jetzt klebt mir das an den Händen. Also ich mach mal hier meinen Joghurt an. Ja, mach ruhig mal ein bisschen mehr, weil den können wir nämlich nachher auch immer für die Falafel benutzen. Ja, toll, toll. Ja.
Mal gucken, so, wir bräuchten jetzt hier gleich noch mal irgendwie so eine etwas größere Schüssel, um das Ganze dann noch mal klein zu manchen. 3,5%. Oh, das ist ja kein so fetter. Die? Ja, ich glaube, die ist zu klein. So, einfach Zitronensaft. Ja, nee, das geht schon. Sonst haben wir noch eine Nummer größer. Ja, ruhig, dann eine Nummer größer. Und ein bisschen Koriander. Das ist doch richtig auch für euch. Joghurt mit Zitronensaft und Koriander. Ne? Das ist perfekt. Das ist ein tolles Gerät, ne? Bisschen Salz drin und rein. Das macht Spaß, ne? Ja, das ist toll. Ein super Gerät. So. So, ich denke, das reicht, oder? Wolltest du noch mal die... So. Es gibt auch noch diese andere Funktion, dass man... Das, ja, warte, das machen wir gleich. Wir noch ein bisschen die Zitrone ausprobieren. Ein bisschen Zitrone noch dazu. War das denn der großartige Teller? Sind das nicht schöne Teller? Okay, ey, Martin, aufgemerkt. Was so. Jetzt? So, jetzt die neue Funktion, ja? Das ist gut. Damit schüttelt man nämlich den ganzen Kram. Ja, damit, das ist dann rückwärts und damit schüttelt man den ganzen Kram dann darunter. Angeblich. Was es alles gibt. Ich so 20 Jahre nicht vorstellen. Nee. Wessen war das denn? So. Das ist sozusagen hier die Falafel-Rohmasse. Heiß auf die Suppe. Ja, ja. Also. Martin. Ich bring das mal. Hilfst du mal? Ja, sehr gerne. Ich muss ja sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass das großartige Küchenloch hier gar nicht zum Einsatz kommt. Das ja. Bin dann, ich bin ja großer Fan von. Dann tu was rein ins Bioloch. Tu was rein. So. So. Ich reich das hier einfach mal. Oder hast du jetzt noch ein paar Angriffe zu tun? Nö, das macht Björn, lass ihn mal arbeiten. Ja, ich muss hier noch das Bulgur untermengen. Ach, ja, ja. So. Mach das mal. Aber ich so. So. Die tolle Zaubermaschine weg. Ja. Ja, mein Bioloch liebe ich sehr. So. Vor allem, wenn man. Stell es ihm hin. Hier, einmal so. Wenn man Zwiebeln schneidet. Und man schneidet die an einem normalen Arbeitsfläche, dann muss man das alles ja immer so machen und dann fällt die Hälfte runter. Und beim Bioloch macht man einfach so und es ist drin. Ne? Das ist perfekt, soll eigentlich jede Küche haben. Aber. Ja, so weit sind wir noch nicht. Ihr Lieben, erstmal. Ja. Ja. Bon Appetit. Danke gleichfalls. Guten Appetit. Mit dem Joghurt zusammen ist auch nicht so heiß. Mhm. Heiß. Jetzt hatte ich ein bisschen ohne Joghurt. Ist doch noch heiß. Ja, köstlich. Den kann man jetzt natürlich noch schärfer machen. Also noch ein bisschen. Das ist dann zum Beispiel etwas mehr Senfpulver. Ich bin da immer erstmal ein bisschen vorsichtig. Aber ja, nachwürzen kann man immer. So, wir essen den nachher zu Ende. Macht ihr mal weiter. Ich glaube, die Joghurtsoße schmeckt bestimmt gut zu dem Falafel. Die ist gut, ne? Schade. Gut, ich stelle das mal, glaube ich, auch ganz schnell ab und mache weiter hier. Wir müssen sonst werden wir nicht abstellen. Die mehr fertig mit meinen schwierigen Falafel-Dingern. So. So, wie gehen wir denn jetzt weiter vor? Hier, ich manche jetzt hier erstmal das Bulgur-Zeugs unter. Das ist in den so ein bisschen. Genau. Dann können wir eigentlich auch schon die. Dann können wir rein theoretisch schon mehr an die Bällchen. Das wird jetzt hier eigentlich schon heiß. Ihr frittiert jetzt, ne? Das ist richtig. Ich werde mal mit dem großartigen Trick des Kochlöffels gucken, ob das denn heiß genug ist. Nein, ist nicht. Das ist nicht. So. Ihr wisst ja, wie gefährlich das ist, ne? Ja, ich meine. Da muss man extrem vorsichtig sein. So mit Wasser darf man da nicht ran, wenn es da. Wenn da Wasser reinkommt, explodiert das. Wie eine Explosion. Ich habe mich mal mit einem Feuerwehrmann unterhalten. Der hat gesagt, eigentlich, so wie auf den Zigaretten steht, der Gesundheitsminister warnt, müsst ihr auf allen Rezepten mit Frittieren stehen, die Feuerwehr warnt, weil das Wasser ins heiße Öl verbindet sich zu etwas Neuem und boah. Und deswegen nie mit Wasser löschen, wenn es brennt, immer Deckel drauf. Ne? So, Falafel formen. Genau. Los geht's. Dafür brauchen wir so ein bisschen Küchenpapier, glaube ich. Ne? Küchenpapier ist da. Klappt. Ich nehme mal so einen großen Teller hier. Da können wir so viele drauf tun. Aber dann. Ja. Mach die mal möglichst klein. Klein, das finde ich irgendwie. So. Besser. Wunderbar. Wieder nach so einer Fassung. Ne?
Ja, fast schon, ein bisschen. Guck mal, siehst du? Oh, das geht schon. Also in dem Rezept stand drin, man soll das auf 190 Grad erhitzen. Ich habe mich allerdings gefragt, also 190 ist woher soll ich wissen, ob das 190 Grad sind oder nicht? Ihr macht das mit den Bällchen. Wir machen die Bällchen. Aber Öl erhitzt sich sehr und ist eben dann sehr gefährlich. Ich frittiere eigentlich selten was. Deswegen komme ich selten in diese Gefahr. Mhm. Ich lebe mit anderen Gefahren, aber nicht mit dieser. In diesen Imbissbuden haben Sie ja dann immer diese typischen Imbissfrittierer. Die sind natürlich ein bisschen... Die sind immer ein bisschen unheimlich. Nein, das Gefährliche ist ja, dass das hier auf Gas ist. Bei Elektro oder wenn das solche Fritteusen sind. Das stimmt, ja. Hier nur, wenn irgendwie was rausspritzt und sich entflammt durch das offene Feuer, und dann wollen die Leute mit Wasser löschen, das ist schlecht. So, was passiert jetzt als Nächstes? Als Nächstes können wir die eigentlich gleich reintun. Wenn das scheint auch heiß genug zu sein, dann mache ich das einfach mal, oder? Ja, probier mal. Probier doch mal eine. Der Trick ist, man muss sie am Anfang immer schön in Bewegung halten, sonst werden die nämlich, sonst kleben die nämlich unten am. Aber wenn man die so eine halbe Minute so ein bisschen in Bewegung hält, ja, dann backen die auch nicht mehr an. Ah ja. Das ist auf jeden Fall heiß genug, also das geht ja. Ja, ja, sehe ich schon. Und dann so 3-4 Minuten drin lassen, dass sie so schön goldbraun werden. So, jetzt mach ich und dann? Köstlich sind die. Köstlich. Mach die mal kleiner. Sind die zu groß? Ja, die sind mir zu groß. Und dann kann man das natürlich auch auf verschiedene Weisen essen. Also wenn man sich das in der Imbissbude kauft, so wie man es normalerweise macht, dann kriegt man das... So wie wir jungen Menschen das machen. Junge Menschen. Kriegt man das ja im Fladenbrot serviert. Man kann es aber auch auf dem Teller essen. Also wenn ihr gestattet, werde ich es auf dem Teller essen. Sehr gerne. Gerne. Kein Problem. Also man kann das ja auch in verschiedenen... Restaurants beispielsweise als Vorspeise essen. Natürlich. Hier gibt es ja Brot. Das können wir ja schon ein bisschen vorbereiten, genau, vielleicht. Ne? Die Teller hier mal kurz. Habt ihr eigentlich sehen super aus. Habt ihr mit dem Hansi Last auch gekocht? Der war ja auch bei mir. Der hat uns bekocht. Der hat uns bekocht. Der hat euch bekocht. Ganz großartiger Koch. Der ist wir sollen dich übrigens schön von ihm grüßen. Danke, der hat so einen wunderbaren Igel bei mir gemacht. Den hat er für uns auch gemacht. Hat er den für euch gemacht? Das war sehr lecker. Das war ein Knaller. So. Wollen wir mal gucken, wie die hier schon aussehen? Ich glaube, das. Ja, willst du die dann auf den Teller wieder? Ja, dann könnte ich jetzt, glaube ich, den Teller mit ein bisschen. Bisschen Küchenkrepp. Ah ja, damit die ab. Ja. Der Tropfen. Können wir das hier hinstellen? Ja. Perfekt. Hallo Jungs. Wie sieht's aus? Los. Sollen wir das Gas ein bisschen runter? Ich würde sagen ja. Ja. Ich habe auch das Gefühl. Fast zu heiß, ne? Oh, die sehen aber gut aus. Nehmen wir die mal raus. Ja. Mal gucken. Denn das, was drin ist, das kann man ja alles auch roh essen. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt kochen muss, richtig? Nee. Toll, die sehen aber. In diesen Buden, die man so, wo man sich die dann an so kaufen kann, haben die Verkäufer ja auch manchmal so ein kleines Gerät, was so ein bisschen so aussieht wie so ein Eiskugelformer. Ah ja, und damit machen die das. Und die machen das dann so ganz schnell. Sowas würde ich ja gerne haben. Ich weiß leider nicht, wo man sowas bekommen kann. Ich mache noch mal ein paar mehr. Ja. Brauchst du ein größeres Messer? Oder nee, ein kleines ist schon gut. Man muss daraus möglichst, wenn man es kann, ich nicht gerade, so Taschen draus machen. Du willst Taschen machen. Genau, dass man das da rein. Versuch auch mal eine Tasche zu machen. Oha, das ist aber wirklich sehr heiß hier. Ich mach's runter. Ach, na, was suchst du mir? Ich suche so ein kleines Messer. Hier. Ja. Ich versuche auch mal eine Tasche zu machen. Ja, das ist gar nicht so einfach, wie ich dachte. Nicht so einfach, ne? Nee, das ist so ein dünnes. Weißt du warum? Das ist zu dünn. Ja. Das wirst du nie schaffen. Da muss man die normalen Fladen haben. Das sind die dünnen. Nee, nee. Das haut nicht hin. Kriegt nicht. Wir müssen was auf dem Teller essen. Alles klar. Sehr gut. Glas hier hinten. Nein. Kommt das so roh dazu? Das kommt roh dazu, ja. Ja, dann können wir doch schon mal so ein bisschen anfangen. Ja. Dann tue ich doch mal die Teller hierher. Und das Tablett darüber machen. Nimmst du mal den? So. Fantastisch. So, und jetzt gib einfach schon mal drauf. Einfach schon von allem was drauf. Jetzt das heißt, vom Teller. Ja, das Fladenbrot haut nicht so hin. Da braucht man das etwas dickere. Ja, das dickere wäre, glaube ich, echt besser gewesen. Ja. Wir müssen
So, ran. Braucht man da überhaupt Messer? Reichen, ja, das möchte. Nee, Messer braucht man eigentlich gar nicht. Braucht man nicht, ne? Oh, das sieht lecker aus. So, jetzt verteilt schon mal die. Mhm. Können wir da schon. Das Gefährliche, die sind natürlich innen jetzt noch sehr, sehr heiß. Also ja. Man muss da nicht so kräftig zubeißen, weil es kann natürlich sein, dass die noch innen sehr, sehr heiß sind. So. Na komm, jetzt machen wir das. Worüber wir wirklich erstaunt waren, als wir das zum ersten Mal selbst gekocht haben, haben wir gemerkt, dass wir die ziemlich so hingekriegt haben, wie sie auch wie in den Lokalen. Ja. Wie sie auch im Laden schmecken. Ja. Ja, wunderbar. Guck mal, wir haben jetzt erstmal zum Probieren für jeden zwei. Hier kannst du noch reintun. So. Und jetzt von meiner Joghurtsoße? Genau. Und die. Die Sesamsoße. Die Sesamsoße. So. Ja. Brauchst du einen Löffel? Ja. Da ist keiner mehr. Ach so, da ist keiner mehr. Wir haben alle dann verwendet. Nimm uns das. Oder ich gebe dir was Größeres. Hier. Genügt das so? Ja. Ja. So, ich glaube, wir haben genug zum Probieren. Das haut hin. Jetzt. So. Hier. Danke. Ich muss nur mal sehen. Ich darf hier meine letzten Jungs hier nicht vergessen. Nein. Ja, ein bisschen kann die noch. Mhm. Sehr heiß. Mhm. 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 Sehr lecker. Mhm. Jetzt fangen wir mit der Joghurtsoße. Mhm. Lecker. Mhm. Ja. Mhm. Exzellent, würde ich sagen. Super. Dann hol mir Nachschub. Mhm. So soll es sein, du. Ja. Also, ob ihr eure Gläser habt. Gut.